Willkommen zur Wiener Börseparty auf AudioZDAT. Heute ist Freitag, der 12. Juli 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute spreche ich über einen Rückkehrer, der mich zu einer Kauforder verleitet hat und über einen Börsegeburtstag des jüngsten IPOs an der Wiener Börse. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. And me. Here's Margaret and me, podcasting for equity. Where's Homie B? Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty-Folgen im Juli werden präsentiert von Wienerberger und Radatz, weil sich Börse und Gulasch nicht ausschließen, sondern gut harmonieren. Um 11.12 Uhr liegt der ATX jetzt um 0,09% im Minus bei 3.682 Punkten. Main Event war sicherlich gestern Abend noch die Nachricht, dass Pira Mobility einen neuen Vorstand bekommt, und zwar CFO Viktor Siegel wird das Unternehmen verlassen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, und ab 1. September sitzt der Gottfried Neumeister bei Pira Mobility und KTM, um die Vorstandsagenten, die CEO-Agenten zu unterstützen. Und ja, der Gottfried war lange Jahre bei Do & Co. dabei, verantwortlich auch für die Equity Story, die Do & Co. Aktie in der 25-Jahres-Sicht überlegen vorne. Do & Co. ist super aufgestellt, das Unternehmen eilt auch jetzt von Rekord zu Rekord. Gottfried hat die Equity Story, wie gesagt, mitgeschrieben, und für mich ist es ein gutes Signal, dass er zu Pira Mobility geht. Die Aktie, sehe ich, Risikohinweis, derzeit günstig bewertet. Und mit dem Dazukommen vom Gottfried, der natürlich die Investoren sehr, sehr gut kennt, die gerade zu diesem Unternehmen passen, weil soweit sind diese Unternehmen Do & Co. und Pira Mobility mit den ganzen Sport- und Eventfacetten nicht auseinander. Und er hatte auch einen großen Niki Lauda-Hintergrund. Das sehe ich sehr positiv und habe die Pira Mobility-Aktie, Risikohinweis, deutlich aufgestockt. Und man hat es auch gesehen, ich habe ihm vorher noch einen Podcast mit dem Gottfried Neumeister ausgestrahlt, genau an dem Tag, als er Do & Co. verlassen hat. Das wusste ich erst am Abend des Tages, also Vollprofi pur, muss man sagen. Der Podcast ist heute der meistgehörte. Also es zeigt schon, dass da ein Impact da ist. Es ist zum zweiten Mal erst in der Börse People Podcast Ära so gewesen, dass ein Podcast, der mehrere Monate alt ist, auf Nummer 1 Position an einem Tag geht. Das war beim viel zu frühen Ableben von der Mariella Schurz von der B&C Holding so. Und das ist jetzt beim Gottfried Neumeister so, weil er zurück ist. Börsegeschichte. Ja, man will es nicht glauben. 12.07.2019. Es ist 5 Jahre her, dass wir das jüngste IPO an die Wiener Börse hatten. Es war die Addiko Bank, es ist die Addiko Bank, eine der besten Aktien heuer, und auch seit IPO lässt sich das Ganze absolut herzeigen. Es gibt momentan einen kleinen Bieterwettbewerb rund um die Unternehmung, und ja, bin gespannt, ob das Unternehmen börsennotiert bleibt. Ich hoffe sehr, weil die tun einfach einen guten Job, und heute vor 5 Jahren am ersten Handelstag war auch der größte Umsatz bei der Addiko Bank, nämlich 17,4 Millionen Euro. Ja, und heute vor 17 Jahren, am 12.07.2007, also knapp vor Lehman, hat Voestalpine das All-Time-High bei 66,11 Euro erzielt. Jetzt notiert man momentan deutlich unter der Hälfte von diesem Wert. Das war damals gerade die Zeit, wo man Böhler akquiriert hat. Zu einem weiteren tollen Unternehmen, die ist immer, da ist der Squeeze-Out ja schon angekündigt. Heute Nachrichten gekommen, dass man den Verkauf des Hoto Business Tower in Zagreb abgeschlossen hat. Man wird sich schrittweise aus dem kroatischen Büromarkt zurückziehen, und zum Preis und zum Käufer wurden keine Angaben gemacht. Ja, und dann noch Research. Newways stuft Flughafen in Wien weiter mit Hold ein, geht aber mit dem Kursziel von 58 auf 59 Euro. Und HSBC bestätigt Buy für die Vienna Insurance Group, erhöht das Kursziel ebenfalls um 1 Euro, nämlich hier von 34 auf 35 Euro. So, das war's für heute. Wie gesagt, Gottfried Neumeister ab September bei Pira Mobility. Die Aktie ist auch größter Vormittagsgewinner und wir haben aufgestockt. Danke an Wienerberger und Radatz fürs Sponsoring. Wie ein Gulasch mache, ist wichtiger, als zu wissen, wie eine Aktie funktioniert.